Hallo ihr Lieben, wir sind jetzt im Garten und das hier ist unser Garten, das hier ist der Nachbargarten hinter mir und da seht ihr ja diesen riesigen Kirschbaum und ich zeige euch jetzt nochmal die weiteren Bäume, die wir auch noch beschneiden wollen. Eins, zwei. Ich zeige euch heute den Vorher- und Nachher-Zustand dieses Gartens und zwar wollen wir ja die Bäume beschneiden. Unter anderem diese ganzen Apfelbäume und unter anderem auch den kleinen Pflaumenbaum. Den Kirschbaum schaffen wir heute leider nicht, weil der ja eigentlich erst im Juni nach der Ernte beschnitten werden soll. Und von daher werden wir es wahrscheinlich dann im Sommer oder Herbst dann erst hinkriegen. Ja, moin. Ich habe hier zum Beispiel Hilfe von der lieben Anna. Die schneidet jetzt hier unsere Hecke. Und das ist so eine Lebensbaumhecke. Und ja, na dann. Scheinzypresse. Genau, eine was? Eine Scheinzypresse Eine ist das. Scheinzypresse, sagt sie, genau. Und sie lernt das auch. Sie lernt Gartenlandschaftsbauerin. Und ja, sie hat wirklich Ahnung. Ganz toll, wenn man so viel Hilfe kriegt von den vielen fleißigen Helfern. Großes Lob und herzlichen Dank an alle, auch von meinem Gartennachbar. Und das ist ja der neue Pächter des Gartens und der hat noch viel vor mit dem Garten, will auch noch das Häuschen instand setzen, da das Dach schon sehr marode ist. Er freut sich auch mega auf die neue Aufgabe und wir sind gespannt, was man da in Zukunft sehen kann. Moin Günther, hallo. Ich komme gleich mit anpacken und räume dann die Äste zur Seite, ne? Dankeschön. Das ist echt gar nicht so einfach, so eine Scheinzypresse zu schneiden, da ja im Inneren der Scheinzypressenhecke schon meistens braune Stellen sind, wo keine Sonne mehr rankommt. Und an dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank auch an das ausgebildete Fachpersonal. Und ja, es macht ihr echt großartig, Günther und Anna. Und auch meine Freundin und die Mama von der Anna, die haben auch eine ganz, ganz tolle Arbeit geleistet heute. Wir haben echt rangeklotzt, ganz viel Unkraut rausgerissen und ja, die Damen haben gegrillt und wir hatten echt einen wunderschönen Tag im Garten. Ja, und dann haben die Mädels ja auch noch so ein schickes Steinbeet gebaut, was ich nachher noch mit Fotos zeige. Ich finde das echt super geworden. Ja, kann ich echt stolz auf meine Freunde und meine Mädels sein. Was machst du denn da jetzt, Günther? Den Feinschnitt. Den Feinschnitt, Erst mit der Motorsäge grob vorne weg. Jo. Und dann mit der Hackschere den Feinschnitt. Sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Wollen wir mal hoffen, dass wir einen schönen Apfel haben. Hier seht ihr das wundervolle Tagewerk der Damen. Die haben ja unter anderem auch noch gegrillt und nebenbei noch dieses schicke Steinbeet gebaut mit Feldsteinen und ganz viel Unkraut gemacht.
bin echt stolz auf die Mädels und ja, ich finde, es sieht schick aus. Hier seht ihr dann nochmal die Nachherbilder der Bäume, wie sie geschnitten sind. So, dann war es das auch schon mit dem Video. Ich bedanke mich ganz doll fürs Zuschauen und ja, wenn ihr mögt, gebt uns noch gerne ein Like oder abonniert unseren Kanal, falls ihr noch keine Videos verpassen wollt und es noch nicht getan habt, könnt ihr es gerne tun. Wir würden uns wahnsinnig freuen über jeden Zuschauer. Ja, dann war es das mit dem Video und ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag und bis bald. Hola Rio!